Elektrosmog wird zunehmend zu einem Thema, das auch in der breiten Masse an Aufmerksamkeit gewinnt. Es war vor einer ganzen Reihe von Jahren noch eher in dem Bereich, dass sich ja die Menschen, die sich da geäußert haben, als Hypochonder abgestempelt wurden, oder es war einfach schlicht Verschwörungstheorie. Inzwischen ist dieses Thema allerdings in den Fokus der Aufmerksamkeit, auch der medizinischen Aufmerksamkeit geraten. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wir sind ja hier auch eine reine Männerrunde, eine der Themen, die mit dem Thema Elektrosmog und Handy verbunden werden, ist, wenn die Männer das in der Hosentasche tragen, dass das also eine Auswirkung auf die Zeugungsfähigkeit hat. Ist das jetzt eine Mär? Ist das etwas, wo du sagen würdest, man könnte sich das medizinisch sogar vorstellen, oder ist es völlig abwegig? Nee, medizinisch kann ich mir das vorstellen. Kann man. Also können sich das Mediziner vorstellen, wenn sie denn so denken. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich richtig denke oder andere falsch denken. Es ist nur so, wieso setzt sich denn keiner damit auseinander, dass zum Beispiel Weichmacher, die Bisphenyl A zum Beispiel, irgendwie eine Östrogenwirkung hat, ne, sogar so entworfen worden ist, dann hat man gesehen, ah, das Zeug hat nicht nur eine Östrogenwirkung, macht zu viele Nebenwirkungen, aber als Weichmacher ist das astrein und das in Kunststoffe eingebaut hat. Diese Kunststoffe diffundieren raus, gehen in das Trinkwasser rein oder in die Wasserflasche, in dem sich das nun gerade befindet. Deswegen gibt es ja BPA-freie Flaschen auch und man trinkt das. Das ist zum Beispiel so eine Belastung, die jetzt mal nichts mit Elektrosmog zu tun hat, die aber eindeutig bewiesen ist. Also Spermienbeweglichkeit nimmt ab, die Zeugungsfähigkeit nimmt dadurch ab. Und genauso ist das auch mit der Handystrahlung, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eben eine Spermie auch eine Zelle ist und auf die Zellen ähnliche Einwirkungen von außen auftreffen, wie sie das auch auf Gehirnzellen tun, wie sie es auf Herzzellen tun, Gewebezellen insgesamt tun. Natürlich macht das eine Störung. Und zwar in allergrößter Linie eine Störung der Mitochondrien, also unserer Zellkraftwerke, die Powerhouses auf der Cell. Das sind nun mal unsere Energiekraftwerke, die uns eben 67 bis 87 Kilo ATP am Tag produzieren. Die werden durch Störungen, eben auch durch elektromagnetische Felder oder eben durch Schwermetalle, durch Umweltbelastung im Allgemeinen, Weichmacher, gestört. Und natürlich kann sich so eine Spermie nicht mehr richtig bewegen, weil die keine Energie hat. Die Energie sitzt in dem Antriebsapparat des Spermiums hinten drin und natürlich sind die langsamer. Da gibt es ja auch genügend Witze drüber, ne? Ja? Aber das ist dann auch kein Witz mehr, sondern die Realität. Und mich wundert, wie viele junge Paare heutzutage keine Kinder mehr bekommen können und dann eben auf die dementsprechenden Methoden ausweichen müssen. Ne? Dich wundert das nicht, dass Mich wundert das nicht, dass dass das so das ist, passiert. Also ja. mich wundert es, dass ich so viele in der Praxis habe. Also ja, mich wundert es im Grunde genommen nicht richtig, da war ein Lapsus drin. Ich bin andersrum, ich bin erstaunt, dass das so ist. Und mich wundert es dann eben doch, dass ich die dann eben sehe. Ne? Man denkt ja immer, das ist so fern, dass das passiert. Gut, es gibt diese Praxen, die dann eben In-vitro-Fertilisation zum Beispiel machen und ähnliche Verfahren. Und das hat jetzt gar nichts mit meinen Patienten zu tun. Nur habe ich eben die jungen Frauen und die jungen Männer, die sowas machen. Und dann eben nach 6 Behandlungszyklen, meistens dann oder häufig auch eben ohne Erfolg, dann eben auch andere Praxen aufsuchen und sagen, hey, ich bin kaputt, ich bin fertig. Ich habe jetzt Hormone bekommen, ich habe Cortison bekommen. Ich habe dieses ganze Szenario 6-mal mitgemacht. Die Psyche hat drunter gelitten. Man muss sich das mal vorstellen, was das bedeutet. Und jetzt brauche ich einfach mal einen Aufbau. So landen die dann bei mir. Ne? Und natürlich wäre es da spannend, auch mal zu schauen, was passiert, wenn alleine Elektrosmog weg ist. Was passiert ist, dass wenn wir eine funktionelle medizinische Therapie machen, dass dann diese Paare auch mal einfach so schwanger werden plötzlich. Und ich sage, komm, jetzt hört mal ein Jahr damit auf, macht jetzt erstmal nichts mehr, sondern baut euch erstmal wieder auf. Und plötzlich funktioniert es dann. Und natürlich bekommen die alle Maßnahmen rundherum geschildert, die zu machen sind. WLAN ausschalten, Handy nicht mehr in die Hosentasche stecken und. Das wird natürlich alles besprochen. Dafür gibt es eine Liste, die zu erfüllen ist. Ne?
Also ich finde das, spannend, extrem spannend, weil ja, diese Unbedarftheit auf der einen Seite, dass man sich auch irgendwie gar keine Gedanken darüber macht, was denn der Hintergrund sein könnte und dann auf die Art und Weise plötzlich vor einem Problem steht. Man möchte Familie gründen, möchte ein Kind haben und dann keinen Millimeter weiterkommt und aber nicht sich Gedanken darüber macht, ob das etwas mit dem Lebensstil, mit dem Umfeld, in dem ich lebe, wie ich lebe, wie ich mit einer gewissen Technologie umgehe, zu tun haben könnte, sondern ja, und dann die einzigen Dinge, die dann einen einfallen, der künstliche Weg ist, um hier aus der Problematik rauszukommen, was ja in der, unter dem Gesamtaspekt der Gesundheit dann auch nicht das Sinnvolle ist, wenn ich an dem Rest nichts ändere. Dann übertrage ich im Zweifelsfall die ganze Problematik, die vorher zu einer Zeugungsbehinderung oder Zeugungsunfähigkeit geführt hat, im Zweifelsfall noch auf den Embryo. Also der dann, wenn der in der mit neben dem WLAN, neben der Babywiege das WLAN steht, könnte ja vielleicht auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sein. Ja, dafür gibt es auch Untersuchungen, dass es eben embryonale Schäden geben kann schon. Dass man also einfach schauen muss, wo man so einen Transformator hinlegt, ob man das Laptop jetzt unbedingt auf den schwangeren Bauch legt, dass es jetzt gerade geladen wird, ist bestimmt auch nicht gut. Ja. Und es wird ja sogar schon davor gewarnt, eben eine gewisse Vielzahl von Ultraschalluntersuchungen zu machen, dass man eben sagt, okay, 3 Ultraschalluntersuchungen sind in Ordnung und mehr sollte es dann aber auch nicht sein. Ja, alles das war für mich auch nicht immer ersichtlich und ich bin internistisch ausgebildet, ich habe ohne Ende Ultraschall gemacht und habe mir gedacht, ja okay, dann sind das eben mal 5 Ultraschalle, na und? Wenn man sich dann näher damit auseinandersetzt, sieht man, da entsteht eben ein Einfluss und dann sollte ich den doch nicht unbedingt auf das Kind gleich ausüben. Und ja, die Unbedarftheit. Deswegen finde ich es auch wichtig, einfach Aufklärung zu leisten, ne? dass wir einfach erstmal darauf hinweisen, das Bewusstsein schaffen. Wir sind jetzt schon in gewisse Tiefen jetzt auch schon vorgegangen, aber wichtig ist für mich eben auch einfach mal das Bewusstsein zu schaffen. Ich habe in der Praxis hängen Schilder, die einfach sagen, hier, wir sind Elektrosmog entstört. Was beim Besucher dann die Frage aufwirft, gibt es denn Elektrosmog oder wieso lassen die sich denn entstören? Ne? Ja, ja. Das ist ja auch schon mal ein Hinweis. Ne? Wieso macht der das eigentlich? Spinnt der? Ja, oder nein, warum? Der spinnt nicht. Deswegen gehe ich ja zu dem. Ja. Wenn ich da hingehe als Patient, dann vertraue ich dem ja. Also frage ich ihn mal, wieso haben Sie das denn gemacht? Und kann ich das auch haben? Und kann ich das auch haben? Oder habe ich vielleicht auch eine Belastung? Und viele kommen dann schon drauf, und das wundert mich dann auch, die sagen, ja übrigens, ich habe mal meinen WLAN-Router ausgestellt und ich habe viele, viele Dinge unternommen. Ich habe mal jemanden nach Hause kommen lassen, der hat die Wohnung durchgemessen und habe gemerkt, geht mir besser, seitdem ich das nicht mehr habe. Oder ich habe eben die dementsprechenden Maßnahmen ergriffen, die im Ring oder Bodycard mal getragen. Sowas gibt es ja auch. Das ist allerdings dann schon die Krone sozusagen. Das, was da drunter liegt, ist ja einfach die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist das, was ich eben kann. Ich bin letztendlich ein Sammler von guten Dingen, von guten Methoden und habe daraus ein Konzept gemacht. Habe einfach geschaut, wie funktioniert unser Körper, welche Grundlagen hat das alles. Habe dann eben gute Lehrer gefunden, die mir das erklärt haben. Und somit bin ich dann eben auch auf den Elektrosmog und auf Richard gestoßen, genau zur richtigen Zeit. Das war, als ich den Vortrag von Professor Martin Poll gehört habe, irgendwie 2 Wochen später. Das ist spannend. Ja, so kommt das zusammen. Ich muss eine Frage, wenn wir jetzt schon beim Thema Zeugungsunfähigkeit und Kleinkind, Baby und so weiter. Eine der Standardinstrumente, mit denen man ja dann später, wenn die noch ganz klein sind, umgeht, ist ja dieses Babyphone. Ja. Ist das gemessen an dem, worüber wir hier reden, nicht genauso problematisch? Das ist genauso problematisch. Das sind ja zudem auch noch gepulste Wellen, hochfrequente Wellen, die da benutzt werden, also die Informationen übertragen. Und hier sollte man sicherlich
eher andere Methoden wählen als das Babyphone. Also ich habe selber genügend Kinder im Überblick, um zu sagen, dass das natürlich auch eine gute Methode ist, damit wir eben hören, wenn das Baby schreit. Und das ist ja auch wichtig, dass wenn mal eine Notsituation da ist, dass diese Kinder nicht traumatisiert werden, indem dann auch wirklich jemand da ist und helfen kann. Anders als früher, als vielleicht so manches Kind sich sehr alleingelassen fühlte, weil es eben nicht wahrgenommen wurde, weil es auch eben einfach nicht gehört wurde. Ja, und weil es aber auch, ich sage das mal in Klammern, eine völlig schwachsinnige Lehre gegeben hat, lass die Kinder schreien, das stärkt die Lungen. Also das hast du ja in Erziehungsbüchern von der guten Harrer, hast du das ja jahrzehntelang gelesen, diesen Müll. Also da sind wir ja auch aufgewachsen mit einer völlig verquasten Ideologie, was der Umgang mit den Kindern und die, das ist alles nicht nötig, die Mutter-Kind-Beziehung und solche Sachen. Also das ist nochmal ein spezielles Kapitel. Oder das Baby kann die Mutter gar nicht erkennen, die sieht nur so ein ganz verschwommenes Gesicht. Das Kind, also das ist auch so ein Schwachsinn. Das Kind kann halt einfach nicht fokussieren, aber wenn die Mutter in den normalen Fokus kommt, erkennt das Baby natürlich sofort die Mutter. Ja. Nicht nur an der Gestalt, sondern natürlich an allem, an der Schwingung, Stimme, an der Geruch, Stimme, am also Geruch. An alles, und, klar. Ja, da hat es einen großen Umschwung gegeben. Ja, wir sollten auch diese Babyfone letztendlich verbannen oder zumindest in einen geeigneten Abstand eben aufstellen. So oder harmonisieren. Harmonisieren. Oder harmonisieren. Ja. Hast du da, also würdest du sagen, dass das bekommt ihr auch gelöst? Also dass ja, natürlich. Also wirklich neben der Wiege, wo dann eben dieser Sender ist, dass man das auch in den Griff bekommt? Ja. Also grundsätzlich möchte ich allen Eltern empfehlen, diese Babyphones nicht direkt ans Bett zu hängen. Normalerweise ist es ja relativ ruhig in einem Kinderzimmer, sodass man es zum Beispiel im Regal stehen haben kann. Und es kann trotzdem die Töne des Babys aufzeichnen und sich entsprechend einschalten. Aber es ist so, dass wir bei Haus- und Wohnungsharmonisierung auch die Babyphones entstören. Das ist ganz wichtig, genauso wie die Mobiltelefone und die Schnurlustelefone. Manche haben ja auch ein Schnurlustelefon neben dem Baby. Also im Schlafzimmer, ne? Schnurlustelefon, Babyfon und dann, das ist das Grauen schlechthin für jedes Baby. Es sei denn, die sind entstört. Ne? Ja. Die sind mit einer unserer Phonecards oder Biopatches entstört. Entstört oder harmonisiert jetzt? Ich nenne, im Grunde ist es beides, wenn man so will. Wir entstören sozusagen die Schädlichkeit des Elektrosmogs dadurch, dass wir es harmonisieren, dass wir ihm diese harmonische Grundschwingung aufprägen. Und dadurch stört der Elektrosmog den Organismus nicht mehr. Sozusagen kann man eben auch von Entstörung sprechen. Mhm. Ja? Eben durch die Harmonisierung wird der Elektrosmog entstört. Wird ein Handy entstört, wird ein Schnurlustelefon entstört oder auch ein Babyphone. Wie muss man sich das, du musst dann selber wissen, wie weit du das schildern möchtest, aber wie muss man sich das von der Technologie her vorstellen? Also die Wellen, die elektromagnetischen Felder, die hier vom WLAN, vom Handy oder einem schnurlosen Telefon ausgehen und die jetzt auch hier im Raum sind, auch wenn jetzt hier im Augenblick zwar keine Handys an sind, aber es Computer gibt, die laufen. Wie bekomme ich die gedreht, wie bekomme ich die in die Harmonie geswitcht? Ja, das ist relativ schwierig zu verstehen, weil es so im Grunde dem widerspricht, was wir in der Schule lernen. Aber ich meine, du und ich, wir wissen und du weißt das auch, dass an der Front jeder Wissenschaft schon ganz andere Erkenntnisse entstanden sind, die erstmal Jahrzehnte brauchen, bis sie in die Schulbücher kommen. Es ist so, wir arbeiten mit Informationen. Und die Information, die wir sozusagen bereitstellen, ist die des sichtbaren Lichtspektrums. Also ein Frequenzspektrum zwischen 390 und 780 Nanometer. Und das entspricht dem, was wir in der Natur haben. Und wir reden hier von reiner Information. Und es ist so, wenn man Information mit einem Energiesystem in Verbindung bringt, und die Information sozusagen, die der höheren Ordnung ist, nimmt das Energiesystem diese Information. Sie prägt sich sozusagen auf.
dass jedes Lebewesen, ob Mensch oder Tier oder Pflanzen, kann eigentlich nur mit wahrer Information umgehen, mit Botschaften. Nicht mit, wir müssen unterscheiden zwischen Form und Inhalt. Die Frequenzen sind die Form. Der Inhalt dieser Frequenz ist die Botschaft. Ne? Die Botschaft, die es für unseren Organismus hat. Und in dem Moment, wo wir die Botschaft auf diesem elektrischen System, auf diesem Energiesystem verändern in ein harmonisches, kann unser Organismus nicht mehr gestört werden. Das erreichen wir dadurch, dass wir eben so eine Phonecard oder ein Biopatch, Bioring, was auch immer, prägen mit dieser Information. Es wird sozusagen zu einer Konserve, eine Informationskonserve. Und sobald sie mit einem Energiesystem in Verbindung kommt, das ist zum Beispiel beim Ring mein eigenes Energiesystem, das ist bei einer Phonecard, beim Biopatch ist es das Handy, in dem Moment machen wir den Bock zum Gärtner sozusagen. Ne? Der Elektrosmog wird zum Träger eines harmonischen Schwingungsfeldes. Mit einer unbegrenzten Haltbarkeit. Unbegrenzte Haltbarkeit. Ja. Also man muss das nicht erneuern irgendwann, sondern es ist dann so und es bleibt dann auch so. Ja. Das Einzige, was es stören kann, ist Schock. Also wenn zum Beispiel, wenn uns bei der Harmonisierung eines Hauses so ein Tuner, den wir einsetzen, ein Klimatuner, runterfällt auf harten Boden, dann können wir den wieder mit nach Hause nehmen. Ja. Ne? Weil Schock ist was anderes, das holt die Information raus. Ansonsten ist es eben. Klar, aber das ist ja dann eine physische Zerstörung, das ist ja was anderes. Völlig klar. Das hat mit einer Haltbarkeit in dem Sinne ja nichts zu tun. Also in dem Moment, wo ich da ordnungsgemäß oder normal mit umgehe, dann hält das... Völlig. Ich meine, ich benutze immer gerne das Beispiel der Mona Lisa. Ne? Ist auch reine Botschaft, ist nicht messbar. Diese Wirkung der Mona Lisa lässt sich nicht messen. Aber die Botschaft ist deutlich erkennbar, wenn man daran vorbeigeht. Und in den letzten, ich weiß nicht wie viele hundert Jahren, sind Millionen von Menschen daran vorbeigegangen und die Wirkung hat nicht nachgelassen. Ja. So muss man das sehen. Schönes Beispiel. Ja. Schönes Beispiel. In dem schon zitierten Papier dieser Europäischen Akademie zum Thema elektromagnetische Felder wird unter anderem auch ein Punkt zitiert oder ein Punkt angesprochen, dass es eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung der WHO und, jetzt sehe ich das richtig, einer internationalen Agentur für Krebsforschung gibt, die bei dem Thema elektromagnetische Felder und die Verbindung zum Thema Krebs völlig voneinander abweichen. Was ja erstmal irritiert, denn die Weltgesundheitsorganisation sollte sich ja an sich dem Thema Gesundheit annehmen und dürfte ja nicht so abweichend bei der Einschätzung sein, wie das eine Institution, die sich professionell mit dem Thema Krebs auseinandersetzt. Gibt es da eine Auflösung, warum es da so eine Diskrepanz gibt oder liegt die WHO einfach schief? Kann man schlecht sagen. Also wir hatten das Thema vorhin auch gerade auf der Hinfahrt hierher, beziehungsweise im Café. Ja, was sagen Studien aus? Ne? Und das ist immer schwierig, wenn wir jetzt hier zwei Menschen hinsetzen würden, die sich gegenseitig mit Argumenten beschießen. Dann geht der Arzt heraus, der jetzt die beste Studie hatte und das am besten verkaufen konnte. Aber was steckt hinter Studien? Wie sind die gemacht? Ne? Wie ist es dazu gekommen, dass diese spezielle Aussage jetzt wirklich so im Raum stehen bleiben kann? Und was ist da eigentlich gemessen worden? Mit welcher Methode? Das macht es immer schwer und schwierig, das letztendlich nachvollziehbar zu beurteilen. Vor allen Dingen müssen natürlich die das jetzt ausgewertet haben, in dem Fall ist es ja eine Empfehlung der Europäischen Akademie für Umweltmedizin, müssen die sich natürlich auch überhaupt damit auskennen, wie die Studien erfolgt sind und wie diese Studien aufgestellt sind und was Studien überhaupt aussagen können. Studie heißt ja im Grunde genommen erstmal Versuch. Und wir sind alle sehr studienhörig letztendlich. Ne? Wobei ich jetzt nicht Studien auch nicht missen möchte. Das ist ein ganz wichtiger Teil in der Medizin, dass wir eben... Ja. Studien zugrunde gelegt haben, um erstmal wirklich objektivierbar zu machen, wie wirken Medikamente, was ist Nebenwirkungen. Man hat es gesehen am Talidon, was eben passieren kann, wenn man eben Tierversuche macht und dann sagt, okay, dieses Zeug ist unbedenklich und dann hat man dann eben in den 60er, 70er Jahren die schwerwiegenden Folgen eines Schlafmittels eben gehabt bei Kindern.
grausame Folgen für die Lebewesen, die man auch nicht hätte einschätzen können. Also ich finde es schwierig, jetzt die Aussagen des einen oder anderen Instituts oder der WHO dann gegeneinander zu setzen. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich sehe eben nur, dass eben genügend Studien da sind und mittlerweile auch Beweise da sind, dass Elektrosmog Auswirkungen hat und die Wege, über die Elektrosmog eben wirkt, die sind mir einleuchtend und übrigens auch einleuchtend anderer umweltmedizinischer Fakten, die eben auf den Menschen einwirken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Gesellschaft oder die Akademie beschäftigt sich ja auch noch mit anderen Dingen, nicht nur mit Umweltsmog, sondern ja im Allgemeinen hinweisend, was uns belasten kann. Da gibt es natürlich auch noch mehrere Themen. Und deswegen finde ich die Leitlinie so wichtig. Ja, ich bin kritisch. Das ist auch gut. Aber du würdest bei deiner Einschätzung und bei der Kenntnis der Studien jetzt, ich wollte euch nicht die eine gegen die andere ausspielen, sondern es reicht ja, wenn es ernstzunehmende Hinweise gäbe, dass das Thema der elektromagnetischen Felder auch in Richtung Tumorbildung ein Faktor sein könnte. Also wäre jetzt hier eher misstrauisch, wenn man das kategorisch ausschlösse, wie es offensichtlich auf der zitierten Arbeit oder Unterlagen der WHO betrifft. Zusammen, man kann es vielleicht nicht nachweisen, wenn er was anderes, aber zu sagen, das wird da tapfer ignoriert, aber es gibt genügend Hinweise, dass dem dann doch so sein könnte. Mhm. Also Letzteres würdest du schon auch so sehen. Ich würde das schon so sehen, dass wir, solange wir das nicht ausschließen können, müssen wir erstmal mit der Möglichkeit rechnen, dass es so ist. Und die Studien, die ich gelesen habe oder die hier auch zitiert werden, da gibt es ja auch genügend, die eben den Zusammenhang bringen, der dann eben weiter ausgemendelt werden muss. Wenn ich mir das Grundsystem angucke und die Auswirkungen von Elektrosmog, von schlechtem Trinkwasser, von Schwermetallen anschaue, was ja auch immer eine höhere Belastung bietet, dann muss ich sagen, da müssen wir unbedingt hingucken. Und deswegen bin ich froh, dass es diese Hinweise gibt. Und ich denke, dass es auch so eine Art Potenzierung ist, dass die belastet sind, auch elektrosmog-sensibler werden. Dass wenn wir sozusagen auch als Filter dieser Umwelt immer mehr Belastungen aufsammeln, und das ist eben nun mal in den Industriestaaten viel stärker als in anderen, dann werden wir auch sensitiver. Und ich glaube, könnte ein Schlüssel sein. Das ist zumindest eine Theorie, die wir auch haben, dass wir sagen, wie kommt es denn, dass immer mehr Menschen hier an den Rand gelangen oder multiple Chemikalien sensitiv werden? Eine wirklich üble Geschichte, wenn einem das passiert, dass man noch nicht mal mehr einen Geruch ab kann oder sofort Hirnnebel bekommt und es einem schlecht geht, übel wird, schwindelig wird, sofern man mit gewissen Chemikalien in Verbindung kommt oder eben Elektrosmog-Übersensitive, die, wenn sie nur vor die Tür gehen oder aus ihrem Schutzraum rausgehen, dann eben nach einer halben Stunde wirklich schwerwiegende Symptome bekommen. Also da möchte ich nicht in die Situation geraten. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir deswegen auch kritisch bleiben und davor warnen, ganz einfach. Und die Patienten wachrütteln, Menschen wachrütteln, Gesellschaften wachrütteln. Ja, und vor allen Dingen eben auch nicht die Augen vor möglichen Entwicklungen einer Technologie, die ganz am Anfang nie ordentlich untersucht wurde in ihren möglichen Konsequenzen und Folgen. Mhm. Das ist ja das, was das Thema auch insgesamt so schwer macht. Man hat das eingeführt, es ist nie wirklich untersucht worden. Und jetzt muss man sich überlegen, ist das, was wir im Augenblick erleben, an einer veränderten Gesellschaft und auch an veränderten Krankheitsbildern etwas, was linear mit genau den Veränderungen auch in der Technologie einhergeht. Und das lohnt sich auf jeden Fall mal, das Hinschauen. Ja, es ist ja schon oft passiert, dass Technologien, im Grunde genommen wundert mich das auch zutiefst, dass einfach getan wird, wie so oft in der Umwelt, dass einfach irgendwas gemacht wird. Ja. Man sagt es erstmal unbedenklich, bis zum Beweis des Gegenteils, anstatt vorher zu überlegen, einfach Prävention zu machen. Ob das jetzt in der Politik ist oder in schulpolitischen Dingen oder in der Familie, es wird einfach mal so ins Feld geschmissen, es wird gemacht und es wird so lange gemacht, bis irgendwas schief geht. Anstatt vorher zu überlegen, was könnte das denn für Auswirkungen haben, wenn ich jetzt zum Beispiel verstärkt Pestizide auf Felder aufbringe und wenn ich das bestimmten Gesellschaften überlasse oder Firmen überlasse, was passiert dann mit den Menschen? Dann nützt es doch nichts, einfach die Grenzwerte hochzusetzen,
Wenn ich jetzt eine vermehrte Cadmium- oder Arsenbelastung der Felder habe oder wie in China vermehrte Arsenbelastung der Reisfelder, sondern muss ich doch mal vorher überlegen, welche Auswirkungen das auf uns als Menschen haben wird, auch noch für die Zukunft. Und das, was mich bedrückt, letztendlich wirklich bedrückt, ist, dass wir die Dinge nicht mehr aus dem System bekommen. Ne? Ja. Besonders einfach ist das wirklich an einer Sache festzustellen, die auch besser messbar ist. Und besser messbar ist zum Beispiel unser Trinkwasser. Mhm. Besser messbar als Elektrosmog und seine Auswirkungen. Mhm. Und da haben wir es ja auch in die Umwelt eingebracht und haben es überall drin. Und das kann man messen tatsächlich, dass die Belastungen unserer Gewässer immer höher gehen. Tablettenbelastung oder Belastung des Trinkwassers durch Chemikalien oder durch Medikamente. Das wird ja alles einfach eingeleitet, ohne gefiltert zu werden. Die Wasserwerke können es nicht rausfiltern. Sie haben die Möglichkeit nicht. Und Elektrosmog ist eben nicht sichtbar. Das ist schwierig. Genau. Und wenn es, den nehme ich nicht wahr. Und wenn es Bestandteile sind, die zu problematisch sind, dann lässt man die einfach raus in der Betrachtung. Ne? Also wir haben Grenzwerte. Ja. Es gibt ja Grenzwerte, Grenzwertvorschriften, ne? Für Trinkwasser zum Beispiel. Mhm. Aber soweit ich weiß, ist nicht jedes Bestandteil, das im Wasser vorkommt, in dieser Grenzwertliste enthalten. Nein, kann nicht jedes, auch gar nicht. Ist aber sehr höflich. Also Leitungswasser- und Mineralwasserbereich nochmal einen gigantischen Unterschied. Richtig. Im Mineralwasser wird ja fast gar nichts mehr getestet. Das sind ganz, ganz wenige Punkte, die noch getestet werden. Mhm. Und die anderen sind angeblich alle nicht vorhanden. Ja, also richtig. Da wird einem schlecht. Ja. Wir haben in den letzten 50 Jahren noch nie so viele chemische Stoffe gebildet, die wir noch gar nicht kennen. Auch wir kennen sie zwar, da wir sie gebaut haben. Ja. Ja. Aber wir wissen nicht, wie die zusammen reagieren. Ja. Und es sind wirklich nicht Hunderte, es sind Tausende. Und die sind neu. Und unser Immunsystem und unser Körper muss sich irgendwie damit auseinandersetzen. Wir wissen gar nicht, was passiert. Und wir können die gar nicht alle messen. Man kann ja nicht das Wasser auf 5000 verschiedene Stoffe messen. Wir messen, ich weiß nicht, wie viel sind es beim Trinkwasser? Beim Trinkwasser sind, glaube ich, 25, irgendwas im 25, 23, die gemessen werden. Und im Mineralwasser sind es auch weniger. Etwa die Hälfte noch. Wenn man dann guckt, wie viel 1000 Liter Wasser wir in unserem Leben trinken und überlegen, dass unsere Nieren und wir das rausfiltern, wir sind ein lebendiger Filter, dann wird mir manchmal schon schwummerig. Ja, das stimmt. Ja, und du hast ja die Berührung nicht nur über das Orale, du hast es bei jedem Duschen, bei jedem, natürlich auch beim Kochen von Kartoffeln, Reis, Nudeln, alles Mögliche, hast du das auch nochmal. Also es ist gigantisch, was da was wir da in Berührung kommen, ohne dass das je getestet wurde. Mhm. Und das Schlimme oder das, was die Sache noch potenziert ist, es sind ja Interaktionen, die du ja schon mit Großrechnern kaum noch ausgerechnet bekommst. Richtig. Also was im Organismus, wenn ich da jetzt, wir haben hier mal Leipziger Leitungswasser getestet mit 450 ppm. Also das sind dann irgendwelche katastrophalen Werte an sich, was so Teile, die in dem Wasser drin sind, die da nicht reingehören. Mhm. Das in der Interaktion im Organismus. Da brauchst du Großrechner, um das auszurechnen, was das im Organismus bedeutet. Also ja, und unser, wie gesagt, unser Körper ist dafür letztendlich nicht ausgestattet. Ja. Wir haben leider dieses uralte Immunsystem, das Arche-Immunsystem. Wir reagieren nun mal immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise über die Umwelt und mit der Umwelt. Und unser Immunsystem macht eben das, was es immer macht. Es gibt nur eine Reaktionsweise, die ist platt gesagt binär, das ist 1-0, das ist Plus-Minus, das ist Reaktion oder keine Aktion. Es gibt noch Regulationsfaktoren, letztendlich gesehen macht es das, was es immer macht, es entzündet sich oder es entzündet sich nicht. Und wir haben es eben bei chronischen Erkrankungen mit chronisch entzündlichen Veränderungen zu tun, im Übrigen auch über Elektrosmog. Mhm. Das, was passiert, auch biochemisch gesehen, die Hintergründe führen dazu, dass eben zu einer Fehlfunktion der Zellkraftwerke kommt und zu einer chronischen inflammatorischen Situation, die uns zehrt letztendlich. Ne? Ohne dass dann in irgendeiner Weise Konsequenzen draus gezogen werden, denn auch das könntest du beim Wasser natürlich relativ einfach machen. Sogar noch einfacher, weil du die Dinge messen kannst und unterscheiden könntest zwischen den Dingen, die dann eben noch zulässig sind und nicht mehr zulässig sind. Und richtig. Da helfen natürlich Grenzwerte. Das ist auch so ein Acht-Würfel-Spiel. Zu sagen, der Grenzwert für eine Substanz,
der für dich und dich und mich unproblematisch ist. Aber wenn ich dann 500 Substanzen habe und habe 500 einzelne Grenzwerte und habe den Cocktail zusammen, weiß ich nicht, ob der Organismus das noch so komisch findet. Ja, und das macht es eben schwierig. Ja. Deswegen, also für mich ist auch immer ganz wichtig, ich habe es ja mit Familien zu tun, mit Kindern zu tun, die sitzen dann ja auch in den Beratungsgesprächen mal dabei. Ne, ist mir auch wichtig zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht die Welt als bedrohlich erscheinen lassen und für die Kinder eventuell jetzt nicht mehr lebenswert erscheinen lassen. Das ist sie grundsätzlich natürlich ohne Ende. Diese Welt ist schön und es ist jede Menge Energie da und es ist einfach toll zu leben, auch auf dieser Welt. Und ich bin eher der da steht, vielleicht ein wenig mit erhobenem Zeigefinger und sagt, passt auf, seid ganz einfach wach. Ne? Schaut euch um, dreht mal den Kopf rum, schaut, was da ist und seid nicht unkritisch, sondern schaut euch das ganz genau an, schaut, wie ihr euch schützen könnt und dass ihr euch eben eure Freiräume schafft für zur Ruhe kommen und in diesem Bereich zur Ruhe kommen, eben vielleicht auch strahlenentlastet zu sein und nicht immer das Handy anzuhaben, ne? Dann, oder dabei zu haben oder womöglich in der Hosentasche. Das sind so diese einfachen Tatsachen, die man vielleicht auch einfach nochmal ins Feld führen muss, um sich zu schützen. Schaut, mit welchen Baustoffen ihr euch umgebt. Schaut, dass ihr nicht glaubt, dass ihr, weil ihr vegan lebt, optimalen Vitaminstatus habt, sondern lasst ihn vielleicht mal durchmessen. Und schaut mal, was ihr an B12 an Bord habt bei Veganismus. Ne? Das sage ich denen auch. Also dann ist es ja gut, wenn ich einfach die Augen auflasse und das ganz genau hinterfrage, was ich da tue, mit ein bisschen Fachkenntnis, die ich mir erwerben muss. Also bei meinen Patienten ist es so, dass ich denen sage, es geht nur, wenn du auch zum Fachmann wirst und dich damit beschäftigst. Deswegen ist wichtig, den Darm aufzubauen, die Ernährung zu verändern an Nummer 1. Und dann kommen die Dinge hinterher wie Strahlenbelastung, Wasser und so weiter. Ja, ja. Selbstverantwortung. Na klar, das ist ja das, was ich sag mal eher die Ausnahme ist. Normalerweise sind wir so trainiert, dass wir an der Garderobe der Arztpraxis die Verantwortung für uns selber abgeben und dem Gott in Weiß dann machen lassen. Aber das kann nicht der Weg sein. Also es war eigentlich ehrlicherweise noch nie wirklich, aber es kann nicht der Weg sein, so mit diesem Thema umzugehen. Das ist völlig klar. Ja, und das ist, ich würde meine Medizin eher als wissenschaftlich informiert bezeichnen. Und so möchte ich auch die Patienten wissenschaftlich informieren und dazu zu bringen, sich zu informieren. Und ich denke, dass eben die Eigeninformation, die Verantwortungsübernahme ein ganz wichtiger Punkt ist, mich selber in die Verantwortung zu ziehen. Und dann wird auch ein Schuh draus. Nehmen wir das ganz kurz nur, hat jetzt gar nichts mit Elektrosmog zu tun, das Beispiel Diabetes mellitus Typ 2. Mhm. Man kann durch eine geeignete Ernährungsveränderung und durch eine geeignete Lebensveränderung zu einer Gewichtsabnahme kommen und zu einem Ausgleich des Insulinspiegels, der dazu führen kann, dass Medikamente gar nicht mehr notwendig sind oder nur noch im ganz geringen Maße. Ne? Es wird aber nicht gemacht, sondern es wird als Krankheit bezeichnet. Der Patient gibt seine Verantwortung beim Arzt ab. Und der stellt es dann mit Tabletten ein und anstatt den Insulinspiegel durch die entsprechende zuckerärmere Ernährung, kohlenhydratärmere Ernährung zu regeln, wird eben eine Tablette gegeben, die die Insulinresistenz reguliert. Das ist zwar teilweise nicht anders zu machen dann, weil wir ja erstmal Schäden vermindern müssen. Nur wenn man es von außen betrachtet, wirkt das auf mich manchmal sogar witzig. Ne, weil ich denke, wie blöd ist das denn eigentlich, ne, dass wir nicht an den Grundfaktoren eben anhalten, ganz einfach, und die verändern. Und meine Aufgabe ist es eben, die Ursache der Ursache der Ursache der Ursache zu suchen. Wenn man so denkt, dann kann man das eben einfach nur nochmal ja gar nicht belächeln, sondern sagen, Mensch, mach doch mal einen anderen Ansatz. Tut es. Und es gibt riesige Institute, die das mittlerweile tun. Institut Funktionelle Medizin in Amerika, IFM, das Institut Funktionelle Medizin in Amerika, die haben eine ganze Klinik, die Cleveland Klinik, die mittlerweile so arbeiten und diese Grundlagenforschung machen und die Patienten so behandeln, eben mit großem Erfolg. Die sind 2 Jahre im Voraus ausgebucht und es gucken wirklich viele hin und schauen, was macht ihr da eigentlich, wie geht ihr denn vor bei solch einer Erkrankung, Diabetes mellitus Typ 2. Das ist ja ein riesen Geldfaktor auch, der da auf uns zurollt.
Das geht sowas von in die Breite und ins Geld rein, dass wir diese Folgen dieser Fehlernährung gar nicht mehr ausgleichen können irgendwann durch Geld. Es ist nur wahrscheinlich auch genau das der Grund, warum eben standardmäßig nicht wirklich hingeschaut wird. Es ist ja ein Geldfaktor, der sozialisiert ist, der auf die Gesellschaft abgewälzt ist. Und wenn ich jetzt 20, 30 oder wie viel Prozent Diabetiker in einer Gesellschaft habe, muss einfach der Krankenkassenbeitrag erhöht werden. Das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung. Den Ansatz, den du ansprichst oder den diese Klinik an und die Art und Weise, wie man eben auch daran herangehen kann, bedeutet ja letztendlich, dass ich die Kosten nach unten drücke, dass ich eben, wie du sagst, das ist eine Horrorvorstellung, dass die Patienten keine Medikamente mehr brauchen. Das wollen bestimmte Kreise nun gar nicht. Und vor dem Hintergrund ist es dann auch nicht verwunderlich, dass eine solche Medizin eher die Ausnahme ist und Ärzte wie du auch eher die Ausnahmen sind. Ja, wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich die Schulmedizin wirklich liebe. Also diese Akutmedizin ist ja auch super. Ne? Also mich kannst du sofort auf die Intensivstation oder einen Notarztwagen stecken, finde ich super, wenn man da auch super schnell helfen kann. Ich bin ja froh, dass wissenschaftlich so weit gekommen ist. Oder wir brauchen diese Methoden ja auch. Das ist ja nichts Schlechtes insofern, dass wir die ja auch mit einsetzen, um vorwärts zu kommen, genetische Stuhlanalysen zum Beispiel machen zu können. Das können wir auch nur, weil es die Wissenschaft gibt und weil die vorangeht und weil es bezahlbar wird irgendwann. Ne? Nur denke ich, dass wir da mehr Konsens haben müssen und ich bin auf die Zukunft wirklich gespannt und ich denke, es ist auch natürlich ein politisches Thema und würde mich freuen, ich würde mich ganz einfach freuen, einfach mal mich auch mal mit einem Politiker unterhalten zu können, finde ich super, dass man sich einfach mal austauscht, ganz offen und mal zeigt, guck mal, es kann so gehen oder auch so gehen, aber nehmt doch mal ein paar Ideen auf, lasst uns doch mal testen. Mit welchem System kommen wir schneller voran? Und da haben die Frage ist alle immer, ihre Berechtigung. Die Frage ist immer, was das Vorankommen letztendlich bedeutet. Also ich würde, wenn du da mit Freude in ein solches Gespräch hineingehst, solltest du gleichzeitig mit einer hohen Frustrationstoleranz ebenfalls mit reingehen. Habe ich, deswegen bin ich ja so, als ich bin. Die Frustrationstoleranz, die wird man mich dann da brauchen. Die habe ich. Fürchte ich. Aber das sind eben auch psychogene Faktoren zum Beispiel. Wenn ich mich natürlich immer wieder frustrieren lasse oder eben innerlich darauf einlasse auf gewisse Dinge, dann führt das natürlich auch zu mehr Stress. Ich mache ja Stressmedizin, von daher kenne ich mich da ganz gut aus. Und deswegen, und weil ich eben grundsätzlich eher optimistisch gestimmt bin. Für mich ist das Glas immer eher voll als halb leer. Und so kommt man dann auch ganz gut weiter. Das, was du vorhin schon gesagt hast und das, was du ja auch tust und was wir versuchen zu machen, eben aufzuklären, darauf hinzuweisen, dass es eben andere Wege, andere Möglichkeiten gibt und dass es hier auch konkrete Lösungen gibt, ist sicherlich etwas, was, also jetzt auch nicht jetzt auf die Politik zu schauen, gar nicht zu schimpfen, sondern einfach, darum geht es auch gar nicht, aber auch nicht zu hoffen, dass da jetzt morgen die Lösung kommt, da finde ich es dann sehr viel sinnvoller und praktikabler, dass du dich als Unternehmer hingesetzt hast und Lösungen erarbeitet hast und die heute anbieten kannst. Das ist natürlich eine andere Vorgehensweise, als jetzt zu hoffen, dass irgendwann mal die Politik das auch begreift oder wie auch immer. Also vielleicht tut sie es irgendwann, ist in Ordnung, aber dann sind die Lösungen nicht nur in der Schublade, sondern liegen jetzt schon auf dem Tisch, in allen Bereichen. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, diese ganze Thematik anzugehen. Ne? Zum Beispiel, wie wir vorhin besprochen haben, diese Amnestie für Mobilfunkunternehmen wäre sicherlich ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung, weil man sie gleichzeitig auch verpflichten könnte, alternative, gesündere Lösungen anzubieten. Ja, das wäre oder eben mit den Anbietern wie dir zum Beispiel, die Lösungen haben, um das, was jetzt im Moment den Organismus belastet, im Moment schädlich ist oder, lass es uns ganz vorsichtig sagen, schädlich sein könnte, erst gar nicht eintreten zu lassen und die eben in eine Harmonisierung zu bringen. Was damit dann, ich meine, das wäre ja natürlich das Optimum, wenn einem jeden Handy automatisch ein Entstörteil zwingend mit beigefügt würde.
Ja. Nicht nur, dass der Stückpreis dann entsprechend nach unten ging, sondern es wäre automatisch so, dass ein solches Handy oder eine WLAN-Box oder was auch immer nicht mehr mit der gesundheitlichen Problematik verbunden würde, sondern es natürlich ein völlig neutrales Gerät dadurch entstünde. Bei diesen Mengen, von denen wir reden, wäre der Preis überhaupt kein Thema. Gar kein Thema. Der Endverbraucher würde das, nicht mehr merken. Nein. Also wenn wir über Millionen von Handys reden, nur in diesem Land. Ja. Es geht nur um die Bereitschaft. Ne? Ja. Aber wenn solche Firmen sowas heute einbauen würden, würden sie ja indirekt zugeben, dass es ohne eben zu Konsequenzen, also es braucht vorher diese Amnestie, denke ich. Ne? Klar. Vorher kommen wir nicht weiter in dem Ganzen. Ne? Ja, oder gibt es das, dass du mit habt ihr schon mal Kontakt aufgenommen zu Unternehmen? Es könnte ja auch ein neues entstehen, das sagt, wir machen das von der Stunde Null an mit Entstörungs- oder Harmonisierungsgeräten. Ein guter Kunde von mir hat eine der Mobilfunkbetreiber angesprochen und darauf bestanden quasi oder vorgeschlagen, dass man doch von vornherein sowas mit einbauen könnte. Und da hat man nur ganz müde gelächelt und gesagt, solange wir nicht müssen, werden wir keine zusätzlichen Kosten. Warum sollten wir das machen? Ja, aber die Aussage, solange wir nicht müssen, zeigt ja, dass sie im Innersten, ganz innen drin genau wissen, dass der Tag kommen könnte, an dem sie müssen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten in dieser Branche genau wissen, wie schädlich der Elektrosmog ist, aber nicht darüber reden können und nicht wollen oder nicht dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass in dem Moment, wo der Weg sozusagen frei ist, offen und ehrlich damit umzugehen, eben durch so eine Art von Amnestie, in dem Moment würden wir da auch ganz viel Unterstützung auf Seiten der Hersteller, nicht nur der Mobilfunkbetreiber, auch der Hersteller haben. Klar, das wäre dann ja auch etwas, was sie zwingend im Verhalten ändern müssten. Richtig. Und sie würden dann natürlich auch feststellen, dass das, was dann an Zusatzkosten, also wenn ich mir hier so die Preise von vor allen Dingen Smartphones anschaue, was man da in die Hand nehmen muss, um dann etwas Schickeres oder Eleganteres ohne Vertrag, Klammer zu, sich zu besorgen, da ist dann das, was du als Aufpreis noch machen würdest, die Stelle quasi hinterm Komma. Natürlich. Also völlig, völlig irrelevant. Ja. Das sehe ich auch so. Nochmal zu der Palette, damit wir da das vielleicht auch den Zuschauern nochmal sagen. Die fest installierten, die mobilen, das, was du mit dir mittragen kannst, was also auch vom Gewicht, vom Volumen her kein Aufwand ist, da hast du im Grunde genommen eine komplette Range bis zur Entstörung einer Firma auf der einen Seite und der individuellen Lösung, beispielsweise in Form des Rings, das ist alles da. Alles da. Okay. Ja. Gibt es etwas, wo du, das hattest du ja vorhin mal so angedeutet, wo ihr jetzt so in der Pipeline als nächste Überlegungen, Perspektiven, Aufgaben euch zuwenden wollt? Ist da etwas, was, kann man da schon drüber reden, jetzt demnächst zu erwarten ist? Oder wo ihr dran seid? Das sind noch Herausforderungen, da wollen wir noch nachlegen. Ja, gerne. Also, zunächst möchte ich noch mal was sagen. Die größte Kritik, die wir erfahren, oder die stärkste Kritik kommt ja immer von der Seite, dass gesagt wird, das ist alles wirkungslos, diese Harmonisierung im Haus. Weil wir nehmen ja nicht die Frequenzen weg. Die brauchen wir ja sozusagen als Träger. Ja? Wir nehmen den Elektrosmog nicht weg, wir legen ihm nur eine neue Information auf. Das Spannende ist, dass unser Car-Tuner, wir haben ja auch eins fürs Auto, damit der Elektrosmog im Auto eben nicht mehr diese schädigende Wirkung hat. Der Car-Tuner, die Wirkung des Car-Tuners ist uns bestätigt worden von einem Labor in England. Also ein richtiges, anerkanntes, zertifiziertes Labor, das uns bestätigt hat, dass der Car-Tuner zu weniger Benzinverbrauch führt und zu geringeren Abgasen. Und damit haben wir quasi einen Beweis, dass es nicht nur alles Humbug ist, sondern tatsächlich was ist. Und
bei Menschen, bei Tieren, bei Lebewesen kann man einfach immer nur zurückgehen, nicht zurückgehen, sondern die Auswirkungen auf die Reaktionen des Menschen, ne? In Form von Dunkelfeldmikroskopie oder Stresstest oder was auch immer, kann man eben erkennen, aha, da hat sich was verändert. Das wollte ich noch sagen. Und dann, was Neuheiten angeht, wir arbeiten an Dingen, die wir für Kleinkinder anbieten können, weil Kleinkinder können keine Ringe tragen, ne? Und auch eine Bodycard. Wo soll man die hinstecken, die Windel oder so? Das geht ein bisschen schwierig. Also da wir sind also nah dran an einer Lösung, die wir wahrscheinlich im nächsten Monat vorstellen werden. Mhm. Wir sind auch im Bereich der Landwirtschaft im Moment aktiv, weil ich meine, Kühe zum Beispiel leiden natürlich auch unter den Mobilfunkmasten und die grasen ganz häufig direkt darunter und haben entsprechende, das führt zu entsprechenden Folgen, die nicht immer so wünschenswert sind, wenn es um Milchqualitäten geht. Und auch nicht da nur, ich habe jetzt gerade auf dem Kongress Bilder gesehen, im Bereich Rindviecher und Schweine, ja. Was da für Erkrankungen und was für Schädigungen in dem Moment, wo sie sich nicht wehren können, ich sage nicht ausweichen können, weil eben mitten auf der Weide oder im Stall oben entsprechende Anlagen drauf sind, das ist gravierend. Das ist nicht nur die Milchqualität oder die Milchquantität, sondern das auch sind die Gesundheit massive natürlich. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, und wenn man da dann wiederum auch messbar Dinge verändert, dann verändert sich auch der Gesundheitszustand der Tiere. Genau, ja. Und auch da haben wir ja natürlich eine massive Verantwortung, weil die sich nun gar nicht wehren können. Also richtig. Nicht nur die Kinder, nicht nur die eigenen Kinder sind es, sondern die Tiere sind es genauso, auch die können sich nicht wehren. Das ist es. Und für so Rindviecher sind natürlich Produkte in der Größe eines Rings oder eines Biopatches nicht ausreichend, weil das viel mehr Volumen ist, und da braucht es eine entsprechende Größe. Da sind wir dran. Und das Wichtigste, was für uns immer noch die oberste Priorität hat, sind die extrem sensiblen. Und auch da gibt es Hinweise darauf, dass wir eine sehr gute Lösung gefunden haben, um die Lebensqualität deutlich zu verbessern. Wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass es reversibel ist. Aber wir können sie deutlich verbessern, spürbar verbessern. Und auch das werden wir hoffentlich im nächsten Monat schon vorstellen können. Vielleicht darf ich noch darauf aufmerksam machen, dass uns diese ganze Thematik so wichtig ist, dass wir eben selbst auch so eine Art Fernseh, wie sagt man, Format entwickelt haben, wo wir eben Menschen vorstellen, die hochsensibel sind, wo wir Baubiologen vorstellen, die ein bisschen mehr dazu sagen können, über Erfahrungen erzählen können und so weiter. Das gehört mit so zu unseren Neuigkeiten, ne? Weil wir wollen auch anregen, dass Menschen sich bei uns melden und sagen, hier, habt ihr schon mal an sowas oder sowas gedacht? Oder ich kann hier würde ich gerne mal was zu sagen bei euch im Studio. Entweder hier oder bei Swiss Harmony TV. Weil es geht einfach darum, dass mehr darüber gesprochen wird, dass mehr darüber erscheint, dass Menschen bewusster werden, dass sie sich beteiligen, ohne daraus jetzt so eine, wie soll man sagen, so eine Art Kampf werden zu lassen. Mir geht es überhaupt nicht darum, die Mobilfunkbetreiber anzugreifen oder überhaupt zu kritisieren. Sie tun das, was sie tun müssen, was ihnen sozusagen die Gesellschaft vorschreibt. Und es ist letztlich die Gesellschaft, die es ihnen vorschreibt. Denn sie müssen die Dividenden bringen, sonst ist Ende im Schacht. Und sie müssen vor allen Dingen 5G bringen, nächstes Jahr spätestens. Sonst werden die Kunden sonst kommen die anderen, die Kollegen. Also ich habe dafür vollstes Verständnis, nur wir müssen einfach achtsam mit den Gegebenheiten umgehen und Lösungen, individuelle Lösungen für uns selbst finden. Und es ist auch insofern, ich sag mal, eine wichtige Aufgabe und eine ehrenwerte Aufgabe, den Menschen eine Stimme zu geben, die bislang immer noch belächelt wurden oder in der Vergangenheit zumindest belächelt wurden. Denn wenn du solche Personen mal kennenlernst und mitbekommst, wir haben ja jetzt hier nur auch im medizinischen Bereich eine ganze Reihe von Themen noch gar nicht angesprochen, die ganze Schlafproblematik, die ganze Problematik, ob was du mit der Blut-Hirn-Schranke passiert. Richtig. Das sind ja alles Dinge,
die man nun wahrlich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und wenn du dann jemanden mal erlebst, der oder die wirklich unter diesen Dingen massiv leidet, dann kommt das auch so aus der Ecke von Spinnern und Hypochondern raus, sondern du siehst plötzlich einfach eine Person, die mit diesem Thema rein physisch und biologisch und medizinisch nicht klarkommt. Ja. Und das ist auch ernst zu nehmen. Und diesen eine Plattform zu bieten, ist auf jeden Fall etwas Sinnvolles. Und man kann da nur hoffen, dass man insgesamt mal zu einem gesellschaftlichen Gesamtkontext Konsens kommt, um hier aus der Problematik rauszukommen. Ja. Und die Methoden sind da, die Wege sind an sich aufgezeigt, also an sich könnten wir morgen anfangen. Ja. Und was mir so deutlich geworden ist in den Gesprächen mit Extremsensiblen ist, dass sie eigentlich nichts anderes sind als unfreiwillige Vorreiter und uns zeigen, wie es uns möglicherweise in 5 bis 10 Jahren allen gehen wird. Ne? Ja. Das erkennt ja keiner. Ich meine, früher waren auch erste Kritiken gekommen vor vielen Jahren in Sachen Asbest. Ja, auch die Dinge sind jahrelang, jahrzehntelang ignoriert worden. Ich habe vor 3 Tagen eine DDP-Werbung gesehen aus den 50er Jahren, dieses Gift, was die tonnenweise auf die Felder, lächelnde Kuh, nette Bäuerin und dann noch ein Hühnchen und sowas. Also wirklich so ein, die Welt ist großartig und alles dank dieses Pflanzenschutzmittels. Das ist so ein herrliches Beispiel, wie man Dinge ignoriert. Und du hast völlig recht, diese Menschen sind Vorreiter und halten uns jetzt schon einen Spiegel vor, was alles mal kommen könnte. Genau so sehe ich das. Und da sollte man vielleicht mal doch etwas genauer hinschauen. Ja. Ganz herzliches Dankeschön für deine Arbeit und das Engagement in einem Bereich, der es wert ist, dass man sich darum kümmert. Denn das war eben bei den Schlussworten auch deutlich, es kann uns wirklich alle treffen. Und letztendlich sind wir jetzt schon alle irgendwo betroffen, nur in unterschiedlichen Auswirkungen. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Und viele wissen es nicht. Ja. Dankeschön. Ich danke. Danke. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.swissharmonie.de ein und dann die 2 Adressen, wobei es einmal um die ärztliche Praxis und einmal um die Ausbildung, denn ihr könnt euch hier auch ausbilden lassen, geht www.robert-barring.de, das ist die Praxis-Website, und www.ifms-hannover.de, da geht es um das Thema Ausbildung. 3 Seiten, auf die wer Interesse und wer in Verbindung mit dem Thema Elektrosensibilität und Elektrosmog sich weiter informieren will oder eben wie bei Swissharmonie dann an Lösungen interessiert ist, sollte auf diese Seiten gehen und sich informieren, was da möglicherweise das Sinnvollste ist. Ihr habt gehört, dass es die Dinge ausprobiert werden können. Wenn es nicht funktioniert, schickt es zurück. Dann gehört ihr zu den 5%, wo es nicht geklappt hat, oder zu den 3%. Und die anderen werden froh sein, dass sie zumindest etwas für die eigene Gesundheit getan haben. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.